So, herzlich willkommen zum Spezialvideo, meine Lieben. Und zwar ist das eins, weil mich mein Kumpel gefragt hat. Er sagte zu mir: Andi, pass auf, ich habe ein Problem. Ich habe keine Ahnung, wie es mit Google steht, denn ich habe hier extra Guthaben und ich habe da Guthaben. Und eigentlich will ich das auf meinem Konto haben, auf mein eigenes Konto. Das andere nutze ich nicht mehr. Ja, wie mache ich denn das? Ja, generell geht das nicht so einfach, denn generell ist das so eine Sache, wo ich für Google mal Promotion gemacht habe, die schon 1000 Jahre her, dass das immer nur Google machen kann. Transfering nennt sich das. Und auch wenn sie es hier dementieren würden, unter die Hater oder sonst, es geht. Und ich zeige, wie es geht. Okay, also, man klickt zuallererst auf Play Store. Ich verwende ab und zu meinen Pinsel, damit man es sieht. Und dann klickst du auf dein Hauptaccount-Konto. Und das Hauptaccount-Konto, also das, wo wir das jetzt gleich sehen werden, das ist dieses Symbol, dieser Avatar, wo der Pfeil hin zeigt. Auf den klickst du. Und dann erscheint halt eben das Menü. Das nennt man im Endeffekt Google Play Store Menü. Darunter gibt es halt Apps und Geräte, Angebote, Benachrichtigungen und so weiter und so fort. Und das Allerwichtigste ist, es gibt den Button Hilfe und Feedback. Und da klicken wir drauf und dann werden wir extra weitergeleitet. Und das Allerwichtigste ist, dass Google selber mag keine Probleme wie das ganze Universum, wie es ist. Das kann man auch wiederum nachlesen in psychologischen Büchern, die ich mir lese, oder auch in der Bibel, oder in dem Fall, wenn man Jude ist, wie ich, dann in der Tora, an der Tanach, im Talmud. Probleme sind immer, die kein Mensch haben will. Und daher gibt es hier die Lösung. So, es gibt die Möglichkeit, die beliebte Hilfesource zu nehmen, die euch gar nichts bringen, weil das sind nur einfach Lösungen, die man selbst machen kann und die nicht funktionieren bei solchen komplexen Sachen. Und daher gibt es hier die Lösung, nach unten zu gehen. Und zwar hier bei Kontakt. Und die Community könnt ihr auch vergessen, denn die Community, die bringt euch auch nichts. Denn das sind nicht Leute, die euch gerade helfen werden. Ich habe das alles durch. Das sind User und keine direkt von Google. Auch wenn wieder hier Leute, es gibt, die das dementieren werden, meine Aussagen. Es gibt ja mittlerweile schon immer Leute, die die Wahrheit dementieren werden. Ich sag's zusätzlich halt. Ne? Okay, wir klicken also auf Kontakt. Und es ist was Gutes, wenn Leute was dementieren, weil dann bedeutet das, ne? Wie der Bruce Lee sagte, wirfst du den Ball, wenn du den Ball geworfen hast an denjenigen, dann fängt er den Ball nur auf, weil es ihn betrifft. So, jetzt kommen wir wieder zurück. Also, womit können wir Ihnen helfen? Da drin müsst ihr reinschreiben, Google, also Google gut haben Transfer auf ein anderes. Ich habe das alles vom Handy aus, nur das ganze Video ist vom Handy. Google Konto. So. Das schreiben wir jetzt einfach mal hin, ne? Dann klicken wir auf Weiter und dann sucht er das schon. Dann sagt er: Wählen Sie die beste Beschreibung dieses Problem. Kontoinhalte übertragen, Probleme mit Google Play Guthaben, Google Play Guthaben und so weiter. Und dann ist es halt immer so, dass man da wirklich das Beste auswählen muss. Und Probleme mit Google Play Guthaben haben wir nicht. Google Play Guthaben sagt uns auch nichts. Status der Erstattung, nichts. Also klicken wir einfach auf Sonstiges. Und dann, ich verrate euch die Tricks, weil ich für die mal, ich habe bei den Schulungen gehabt und es ist schon länger her und ich verrate so versteckte Tricks, okay? Also stellt euch vor, ich würde euch verraten, wie ihr die Bank ausraubt. Mit der Bank selbst. Also legitime Ausraub. Inklusive, dass alle Bankmitarbeiter mit dabei sind beim Ausraub. Das ist so hardcore, oder? Ja, weiter geht's. Also, ein Element auswählen. Ihr habt dann hier Elemente auszuwählen. Bücher, Filme, bla bla. Ihr wählt einfach Play Guthaben.
also das seht ihr hier, ihr werdet einfach hier Play-Guthaben, ne? Das da unten. Und Geschenkkarte. Und dann klickt ihr den nächsten Schritt. Okay? So, und dann kommen schon Schritt 2. Dann kommen wir auf den Schritt 2 und dann gibt es Nutzer mit ähnlichen Problemen, fanden diese Informationen Material hilfreich. Don't do it. Klickt diesen Scheiß nicht an, alles Bullshit. Ne? Ist alles Bullshit. Ihr sagt, nö, nichts gefunden. Nächster Schritt. Okay? Ach, das sind natürlich mal alte Zeiten, wo mein Dozent gesagt hat, ja, aber das ist ja clever. Das ist internes Wissen. Jupp. Dafür können sie gekündigt werden, ich weiß. Ja, ich liebe es. So, und dann habt ihr hier einmal Anrufverhalten, Chat weniger als eine Minute, don't do it. Rechtlich gesehen hier, bringen euch die zwei gar nichts. Ein Chat kann jederzeit gelöscht werden und sehr schwierig vor Gericht nachzuweisen. Und Anruf ist ein Gespräch, was der Partner Google aufzeichnet, aber nicht ihr. Das heißt, ihr könnt es nicht nachweisen. Da können auch Luciferianer mit drin sein. Also es gibt ja mittlerweile seit dem Corona-Krise sind alle ein bisschen verrückt geworden. Dann gibt es solche Leute. Und deswegen macht ihr die E-Mail. Die E-Mail-Funktion ist die seriöseste und die fieseste. Und das ist mittlerweile im deutschen Recht, naja, da haben wir so einiges anerkannt. Naja. Selbst die Beamten müssen sich jetzt anpassen nach E-Mail-Standard. Ja, es wird noch viel, viel krasser. Und in Amerika sowieso. So, dann habt ihr hier also hier euren Vor- und Nachnamen, der meistens drin ist. Und dann habt ihr eine Transaktions-ID. Diese Transaktions-ID, okay, die habt ihr immer bei einer Google-Karte, die ihr da aufgelöst habt. Und wie könnt ihr die bekommen? Die findet ihr unter paygoogle.com. Okay, ich zeige euch das auch alles jetzt. Dann werdet ihr ja, oh mein Gott, wie soll ich jetzt weitermachen? Ich werde sterben an dir. Ja, alles gut, der Schuster, alles gut. Ne? Klicken wir drauf. Was, wenn ich sterbe? Jetzt gut. Und da gelangt ihr in einen Zahlungssender. Da seht ihr mal, was ich alles... Ich bin doch so... Ja, ja, Schuster, ich bin eine arme Sau. Geben Sie mir Spende für das geile Video. 1 Trillion Euro, verdammt. So, und dann seht ihr hier eure Aktivitäten. Und die ID für die Karte, die seht ihr, indem ihr da einfach mal draufklickt. Und da seht ihr halt immer alles drin. Ja, das heißt Transaktionsdetails, dann Montag, Uhrzeit, abgeschlossen. Und da seht ihr die ID, okay? Oh mein Gott, jeder besser Gott, diese Videos kosten 1 Million Euro. Schnauze, Schuster, spenden Sie mir 1 Million, dann ist gut. Okay, also einfach hier, ne, die Transaktions-ID. Und die könnt ihr auch einfach rauskopieren, indem ihr euren Zeigefinger auf den Touchscreen bewegt. Ich weiß nicht, ob es bei Apple User auch gilt. Und dann einfach kopieren. Und ihr könnt dann wieder zurückgehen auf euer anderes Fenster. Und dann halt diese reinkopieren. Ja? Also wieder mit dem Zeigefinger vorsichtig und einfügen und so weiter. Und jetzt wählt ihr halt hier ein Problem aus, indem ihr einfach hier den Cursor so nehmt, also das ist dieser Cursor, dieser kleine Pfeil, draufklickt. Und dann, ich habe meinen Geschenkkartencode eingegeben, meine Geschenkkarte ist beschädigt, ich habe die Geschenkkarte im falschen Konto. Ah! Geil! Schnauze! So, ich möchte ein bla. Und wir haben hier, ich habe die Geschenkkarte im falschen Konto eingegeben. Okay? Dann schreibt ihr hier das Problem rein. Hier ganz kurz, das war dieses Konto. Ich wollte das aber in diesem Konto haben. Dann müsst ihr natürlich hier die Seriennummer reinschreiben von der Google Play Geschenkkarte. Oder in dem Fall, ne? Oder ihr macht es noch einfacher. Und jetzt kommt der interne Trick wiederum, weil die wissen das.
weil das ist viel zu kompliziert. Ihr macht da und klickt wieder auf Sonstiges. Ja, das ist internes Wissen. Auch wenn sie es hier dementieren. Sie müssen es dementieren, sonst werden sie gefickt. Okay, also. Dann kommt ihr, bekommt ihr so, bevor sie fortfahren, überprüfen sie den Code, bla bla bla. So Hinweise, alles ohne Bedeutung. Alles Quatsch. So. Und dann habt ihr hier Fragen. Wurde das Problem dadurch behoben? Nein. Klickt bitte auf Nein, sonst passiert gar nichts. Und dann klickt ihr hier drauf und beschreibt das Problem. Tut dementsprechend hier gar nichts unbedingt eingeben, müsst ihr gar nicht. Ihr könnt das auch alles hier eingeben im Problem, also selber. Und ihr werdet sowieso eine Antwort bekommen von Google. Das heißt, sollte irgendwas jetzt fehlen, solltet ihr die Nummer nicht haben, irgendwas jetzt fehlen, sollte irgendwas also wirklich jetzt fehlen, dann werdet ihr sowieso nochmal eine Rückfrage von Google direkt bekommen. Und dann macht ihr einfach, Google darf mich per E-Mail um Feedback meiner Erfahrung bla bla bitten auch, ne? Klickt ihr ein Haken, macht ihr ein Häkchen und dann auf Senden. Ich kann das jetzt hier nicht machen, weil bei mir ist alles in Ordnung. Sonst würde Google sagen, Alter, du Arschloch, bei dir ist alles in Ordnung. Warum schreibst du, warum machst du das? Ne? Aber abschließend noch gibt es ja diese Geschäftszeiten auch noch für die Chat, die und fürs Telefonieren, falls jemand auch die noch zusätzlich braucht. Das ist nochmal so eine kleine Info nebenbei, aber so könnt ihr das machen. Also vergesst nicht, wenn ihr irgendeinen jetzt, wenn es etwas zu schnell ging, weil ich will versuchen, dieses Schulungsvideo so kurz wie möglich zu halten, dann einfach nochmal zurückspulen und ja, nochmal anschauen. Okay? Natürlich könnt ihr die Seriennummer, falls ihr die habt von der Geschenkkarte und das ist, beziehungsweise von der Google Play Karte in dem Fall, könnt ihr die da reintun. Und wenn ihr sie nicht habt, ist es nicht so schlimm. Denn das Wichtigste ist einfach der Transaktionscode. Der ist wichtig, wo ihr das Guthaben drauf gemacht habt. Was ihr aber nicht wolltet auf diesem Konto, das ist ganz enorm wichtig, dass ihr hier das Guthaben von dem Google-Konto gibt, wo ihr das nicht haben wolltet, also von dem falschen Google-Konto oder von dem zweiten, wo ihr nicht mehr nutzen tut, und dass da dementsprechend ihr dieses angibt, dieses den Transaktionscode, und dann sagen die, ja, okay, das ist von diesem Transaktionscode, will er auf diesem Konto das haben. Ne? Also die sind nicht dumm, die wissen das, also braucht ihr keine euch Gedanken zu machen. Und that's it.